Montys Blubberfestung. Oh nein, das ist das mit Puschel, Buschel, Pouch. Aber Gucci. Wir brauchen nur die erste. Und dann können wir durchrushen. Dann können wir rushen. Willkommen, willkommen. Ich muss kurz Siri noch einen kleinen Auftrag erteilen. Timer auf 20 Minuten stellen. Was, bitte? Die Dinge werden sichtbar für 5000 Tacken. Meine Güte. Ich spiele aber auf jeden Fall ohne Trickanstecker. Timer sichtbar machen. Los geht's. Siri motiviert uns. Ich habe ja so eine Laufuhr, ne? So eine Garmin. Garmin. Ja. Irgendwann mit 230. Ja. Ist auch wurscht. Jedenfalls. Die erste, sie ist vielleicht schon hier. Macht diese Uhr was ganz Komisches, nämlich dass sie mir in völlig unregelmäßigen Abständen piept sie und dann steht da oben los, Ausrufezeichen. Und ich weiß nicht, was die Uhr mir damit sagen will. Kannst du aufhören, mir die wegzuschnappen? Entschuldigung. Ich hatte gewartet, dass du endlich aufhörst, damit ich von dir hier oben alles erkunden kann. Da unten, da ist der geht auch was. Die Monty rumeiert. Nix. Und ich könnte das verstehen, weil er auch einen Schrittzähler hat, dass er das irgendwie sagt, wenn ich meinen Tagesschrittziel nicht erreicht habe oder noch echt weit davon entfernt bin, so im Sinne von, geh mal los, beweg dich, du fauler Sack. Ja. Aber das macht er auch, wenn ich 200% meiner Tagesschrittzielgrenze überschritten habe. Das ist ein kausal logischer Satz. Ja, cool. Komisch ist das. Ach guck mal, hier so kann man die dazu bringen, die Unheil zu stiften. Aber kann man deren Lage verändern, so dass sie dann ein bisschen weiter nach links gehen, bevor man sie... Nee, ne? Nicht wie bei den Stachis. Aber den hier, den können wir nutzen. Nein! Genau so nicht, ne? Nee. Wollen wir raus aus dem Level wieder rein? Ja, ich glaube, hier haben wir letztes Mal schon gedacht, hey, wie kriegen wir die denn platt? Neu starten können wir, das geht noch besser. Zählt er die Schritte über Laufgeschwindigkeit und Durchschnittswerte und du gehst da lang und das ist das? Oder zählt er die wirklich wie alte Schrittzähler so über so klassische Auf-Ab-Bewegung? Auf-Ab? Ziemlich sicher. Weil GPS macht er eigentlich immer nur gezielt an, wenn man die Lauffunktion anwählt. Verstehst du? Ja. Ich wollte den mal Der ist von alleine runtergefallen, aus Angst. Oder warum? Ja. Ich hätte also einfach nur warten müssen. Ja. Jetzt haben wir auch alle von denen. Ja. Jetzt rushen. Hast du noch was Interessantes gesagt? Ständig eigentlich. Und zu dem Thema Laufzähler. Ja, ich habe dir deine Frage beantwortet. Okay. Danke. Kannst du das für meine Frage beantworten? Kannst du schon mal wie? Kannst dich schon mal drauf freuen, wenn du die Antwort hörst. Ja. Mach alles kaputt da unten. Das ist so toll, wenn man so übereinander bounce. Macht auch ein bisschen Spaß, da so durchzurushen. Ja. Einen Fick auf alles zu geben. Das ist ein bisschen Kirby 3 Feeling. Nein, das ist nun wirklich kein adäquater Vergleich. Kirby 3 ist ein Funkbass. Was ist das? Ein Funkbass? Ja. Im Sinne von Bus? Nein, im Sinne von Bassgitarre. Gitarrenbass. Bassgitarre. Bin ich eigentlich wirklich der Junior-Schüler, warum reagiert der nicht auf meine Steuerungsbefehle? Oha. Oha! Pucci hilft uns! Wo ist Schnuffel? Oh, ich hab uns gerettet! Uiuiuiui! Das wird ja nochmal ein bisschen spannend hier gerade. Hast du es gemerkt? Ja. Venusfliegenfalle. Ich finde, die haben eine befriedigende Stärke in ihrer Sprungkraft, die sie uns verleihen. Es können auch weniger sein und dann wird es ein bisschen nerven. Was du meinst. Ja. Punk redet über Game Design. Neue Show. Live auf NBC. Ich habe manchmal Sorge, dass es inzwischen so viele gute YouTuber gibt, dass wir irrelevant werden. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir können niemals irrelevant werden. Wir sind die Ranga Yogeshwars der Popkultur. Der wird auch nie irrelevant, egal wie gut. Richtig, weil immer wieder Fragen aufkommen in der Welt und er beantwortet sie uns alle. Sein bester Freund als Fragen beantwortender Fan. Das war jetzt nicht ganz richtig inhaltlich. Nee, das habe ich auch nicht verstanden.
werden ja logisch mal mit oft erwähnt in unseren Let's Plays. Ist das nicht das erste Mal? Nö. Aber es heißt noch keine Folge, so, weil ich die nicht schreiben kann. Nee, das ist wie Eau d'oeuvre. Ja, logisch, weil ist Eau d'oeuvre, so kann ja diese Folge ist halt mit ein oder zwei S. Mit einem. Mit zweim? Ich hab's offen gelassen. Treffer in die Magengrube. Aber das war zumindest grammatisch nicht ganz astral. Treffer in die Magengrube? Den Magengrube. Hab ich den gesagt? Ja. Jetzt kommt eine Stoßwelle. Und jetzt? Ins Gesicht. Deine Nein, schieß doch einfach. Wir rushen doch. Zu, ach ja. Anstatt alle Geheimnisse zu finden, indem ich ihm seine Kumpels esse. Rushen wir. Da kannst du Kumpels essen. Oh. Nicht der gefährlichste Schredder auf der Welt. Nicht der gefährlichste Schredder. Haben wir auch schon über Schredder geredet? Ja. Wirklich? Ja, ganz oft. Hm. Du wolltest nicht den Wii Yoshi haben. Nee, ich mag die Wii nicht so gern. Aber vielleicht nimmst du dann den GameCube Yoshi? Ich würde den Nintendo 64 Yoshi nehmen. Aber niemand nimmt den GameCube Yoshi. Niemand nimmt den Wii Yoshi, auch viele in den Bestand. Meinst du Wii? Der Wii Yoshi war auch, glaube ich, hässlich. Weil die Wii so hässlich ist. Ja, so weiß und weiß mit so ein bisschen blau. Ja. Aber nur wenn du eine Nachricht in deinem Posteingang hast. Oder wenn sie an war, was nicht oft der Fall war. Federleicht auf Wattewolken. 2 und 4. 2 und 4, das klingt nach einem ganz schön eigentlich. Ich würde so gerne noch ein Bier trinken. Wollen wir das gleich mal veranlassen? Ja. Kann das noch. Ja. 13 egal, Minuten waren. 13, so viel. Ich habe gerade gestern, glaube ich, einfach so, weil mir danach war, mal wieder ein paar sehr alte Videos von uns angeschaut. Und zwar die ersten Videos von Donkey Kong Country 1 und auch von Trials Fusion. Ja. Und das war lustig. Das, insbesondere Donkey Kong, das ist ja nun wirklich jetzt schon, keine Ahnung, vier Jahre her. Ja. Ich muss sagen, es hat sich doch was getan, ein bisschen bei unserem Style. Oh, ist das so? Ein bisschen. Und das würde ich auch ganz gerne mal analysiert haben. Genau, und zwar von den Menschen, die nicht wir sind und trotzdem die ganzen Sachen kennen. Also, genau, die alte Bagage. Ja. Wenn ihr das seht und das auch findet, oder es vielleicht auch nicht findet, nee, dann will ich das nicht so wissen. Dann gibt es halt keine Begründung. Aber wenn ihr das auch findet, möchte ich gerne wissen, warum ihr glaubt, warum, was sich verändert hat. Aber schon im Bereich der zweiten, obwohl wir die erste noch gar nicht gesehen haben. Wir brauchen die zweite und die vierte. Ja. Deswegen frage ich dir, ob wir schon im Bereich der zweiten sind. Na, die erste habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Also ich habe gerade eine gesehen, aber die war ausgegraut. Und ich nehme an, das wird nicht die dritte gewesen sein. Ruhe. Das ist die zweite. Oh nein, du hast mich runtergeschubst. Entschuldigung. Das ist einer, wo ich echt nicht verstehen kann, wie wir den letztes Mal nicht gefunden haben. Da war doch noch. Komm mal, den müssen wir jetzt noch bitte holen. Ja, ist gut. Auch wenn es so ein blöder Mii wär's. Schon wieder hast du mich runtergeschubst. Mii wär's. Sag mal, und genau, du willst wissen, ob die auch noticen, dass da was sich verändert hat. Ja, genau. Willst du das nicht vorwegnehmen, um dir das nicht zu beeinflussen? Oder? Ja, ich glaube, ich krieg das gar nicht so gut zusammen. Das ist eher so ein Gefühl, so ein bisschen. Ahnung, so eine diffuse. Auf jeden Fall rülpsen wir nicht mehr. Wir haben so viel gerülpst, Alter. Ständig. Ich hab vorgeworfen. Ja, ich weiß. Du recht. Aber ich bin asozial teilweise. Also ich muss auch sagen, ich verkneif mir das jetzt auch nicht irgendwie groß. Ich schon. Das heißt, ich muss gar nicht so viel. Vielleicht muss ich weniger rülpsen als früher. Wir haben auch viel mehr Süßigkeiten gefressen früher. Das stimmt. Ganze Zeit eigentlich. Man hat ganz nur so geknispert und geknistert. Oder rein auf Spaß? Ja. Ich würde gerne hier unten diese Blume sammeln, die vielleicht da drin ist. Aber vielleicht, möglicherweise kommen wir jetzt da weiter und kriegen wir nicht mehr die Blume, die da unten drin war. Da unten war, wenn überhaupt. Wir fliegen und fliegen, können auch schießen. Geil, wir behaken die. Stimmt, das erinnere ich noch, dass der Behaken stand. Eine rote.
Wenn man das Spiel jetzt nochmal so ausschnittsweise spielt, diverse Level, dann merkt man nochmal, was das für ein tolles Spiel voller guter Ideen ist. Boah, krasser Slowdown. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Willst du wissen, welche? Ja. Wir waren häufig viel fertiger als also weil wir auch so häufig, wenn du dich erinnerst, noch... Bis nachts um 3:30 Ja, scheiße. Ja. Meinst du, da war wirklich die Blume drin? Würde sagen. Weil vielleicht ich das gleiche schon mal gemacht habe. Würde gut sagen. Hier waren wir doch garantiert, Mann. Da links, oder? Haben wir hier zur Wolkenstadt? Das würde gut sagen. Ja, yes. Punk. Wunderbar, alles gut. Besonders interessant wird das bei diesen ganzen Projekten, die wir damals angefangen haben, aber immer noch spielen. So wie Somm. So wie Somm, ja. Wenn ich da mal irgendwann das Best-of zusammenschneide, was sehr kurz wird. Na, wobei, da gibt's auch gute Folgen. Warum hast du so langsam eigentlich? Ich weiß nicht. Gefunden. Das Bier ist ja immer noch alle. Es sind auch noch nicht ganz 9 Minuten. Ich trinke übrigens außerhalb von den beleuchteten Brüdern fast gar keinen Alkohol mehr. Nur wenn ich Musik mache noch. Kann ich nicht behaupten. Nö. Aber ja, ist das gut? Ist okay, ja. Ich vermisse das nicht groß. Neulich habe ich mal wieder relativ viele Longdrinks hintereinander getrunken und hab gemerkt, dass es weder besonders geil war, noch besonders schön am nächsten Tag. Vielleicht waren nicht die richtigen Leute mit dabei. Ist möglich. Da ist das neue Level. Oh, es ist ein riesiger Kugelbilly. Das kann ja nur eine Keilerei werden. Das kann ja nur Flug der des Wolkenwilli. Können wir noch weitermachen hier? Na, wir haben noch irgendwie 8 Minuten. Ohne Trick am Stecker. Denn wir sind ja nicht von vorgestern. Ich hätte auch gerne so Sondervideos, wo wir jetzt einfach bestimmte Dinge zusammenschneiden. Jedes Mal, wenn wir etwas darüber sagen, dass wir Trick am Stecker nicht benutzen. Jedes Mal, wenn wir ein Bier anstoßen. Jedes Mal, wenn wir sagen, welches Bier wir gerade trinken. Was möchtest du damit haben? So Zusammenschnittvideos von den beleuchteten Brüdern. Von allen unseren Videos immer alle Momente, in denen X. Okay. Wer macht das? Das müssen leider unsere Fans machen. Jetzt habe ich gerade sehr viel leiser gerülpt, als es mir möglich gewesen wäre. Du hättest wieder beherzt dazu gepackt. Ja, du spuckst mich in die Walachei! Entschuldigung. Gut, Pong. Ich bin aber auch in der Walachei gerade gelandet. Boah, da oben wäre bestimmt was. Ja, ich bin eigentlich auch. Ich war. Oh nein! Mach nichts. Der nächste kommt bestimmt. Elevator Future. Nein, das ist ein. Hä, wie sollen wir das denn schaffen? Scheiße! Ich hatte nichts mehr zum Schießen! Ich wehre mich gegen meinen Tod, bis es nicht mehr weitergeht. Hä, aber sag mal, wie soll man das denn die Stelle schaffen da, bitte? Vielleicht muss man. Man muss vorausspringen. Man muss. Vorausspringen. Man muss vor dem Kugelwilli da landen. Ach, du hast recht. Wie einfach. Manchmal wundere ich mich wirklich darüber, wie dumm ich bin, obwohl ich so klug bin. Ja, ne, es ist erstaunlich. Das sehe ich manchmal, das haben mir auch andere Leute bisher. Es kann nicht sein, dass da ein Genie so häufig so beschränkt ist. Ja. Fähigkeit. Ich habe keinen gesammelt. Ich habe sie in die falsche Richtung gemacht, leider. Du kannst den sammeln mit dem. Eieiei, eieiei. Oh. Shit! Da muss man vorher. Ja, man muss schnell sein. Mach aber nichts, man kann es auch so machen. Man muss es auch so machen. Das haben wir denn eben falsch gemacht. Ach man, ich weiß es. Und das, obwohl ich nie als sehr klug gelte. Oh. Ich hab nichts, doch, ich hab ganz viel! Dann könnte ich auch mal mein Ei aktivieren. Ja. Und dann, okay. Ich kann hier nichts machen, warte, ich opfer mich.
Oh nein, wir haben den Yoshi nicht bekommen, das geht nicht. Das geht nicht, das ist der Gamecube-Yoshi. Lass uns doch erstmal. Oh, der Molly-Wurf! Oh Gott. Von oben! Oh nein, ich hab. Warum hast du das getan? Da hab ich da reingeschubst, der von oben! Da kommt ein neuer! Da ist ein Blume drin. Schlafst du es nicht? Nein! Nein! Schlafst du es nicht? Von vorne? Eieiei. Ei, ei. Ja, so ist das ein Speziallevel. Oh. Knüppelhart bis zum geht nicht. Nippelhart. Knüppel. Was war denn eigentlich eben verkehrt? Haben wir da. Mann, soll ich dir sagen? Ja. Wir haben gleichzeitig gestampft. Wir haben eine Monster-Todeswelle fabriziert. Darauf wäre ich nie gekommen. Wirklich nicht. Es ist auch ein bisschen erstaunlich, dass das geht, obwohl wir da durch diese Wolkerei durchgefallen sind dabei. Das muss doch auch den Fall gebremst haben. Das stimmt. Oh nein. Nein, ich... Mann! Ja, ich konnte nichts anderes machen. Ich konnte nichts anderes machen! Nein, wirklich du nicht. Du musstest deine Zunge doch überhaupt nicht ausfahren. Warum meine hast du... Ich hab meine Zunge nicht ausgefahren. Du hast mich doch im Maul gehabt. Ja? Ja! Guck mal, fast hätten wir es gerettet. Könntest du es noch schaffen? Ja, nein! Oh, schade! Haben wir den nicht totgestampft? Oh, scheiße, was sollte das? Das war irgendwie notwendig. Das war zu. Das war auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. So, es ist ja gar nicht so leicht, aber gutes Level. Ja, gar nicht so schwer, würde ich sagen. Man sollte die Montys ja auch durchaus mal essen, weil man braucht hier schon. Nein! Nein! Was denn? Wir haben du hast mich auf den Kopf von dem Bummelwilli geschleudert. Hä? Du hast mich ausgespuckt. Und ich bin in hohem Flug genau auf seinem Kopf gelandet. Sein Kopf ist auf sein ganzer Körper. Das habe ich nicht gesehen. Ich wollte dich irgendwie. Das sah gut aus. Ich wollte dich Richtung Rettung schmeißen. Ja, hast du auch, aber ein bisschen zu weit. Damit unser beider. Endgültiges Verderben. Siege. Oh Mann. What a game, what a level. Ich habe irgendwie immer Struggle hier mit den. Mit den Eiern. Oh geil. Oh, der ist fast auch wieder auf seinem Kopf gelandet. Das hier checke ich auch mal nicht so ganz mit diesen beiden Lapsies. Aber es ist super einfach. Wieso kann ich da nicht durch? Oh nein! Oh nein, die sind so langsam! Ich hätte vielleicht besser den ersten nehmen sollen, nicht den letzten. Immer den vordersten nehmen. Den ersten, den hintersten in dem Fall. Von da aus, wo wir hin, also aus ich der Perspektive, wo wir hinlaufen, der egal, vorderste. Egal, wo ich war es war auf jeden Fall beides tödlich. Ich habe nicht genug Zeit für irgendeine Rettung. Wer stampft da gleich durch? Das ist nicht, dass wir es wieder gleichzeitig machen. Müssen wir hier stampfen? Ja, stampf. Aber es darf halt nur einer. Ja, nicht stampfen. Gut. Lässig, locker. Und jetzt keinen Scheiß machen. Wir dürfen uns einfach nicht gegenseitig in die Fresse nehmen, okay? In die Fresse nehmen? Ja. Nehmen? Nehmen. Oh. Das war lässig, locker. Das habe ich wirklich ganz gut gemacht. Du? Ja. Ich habe einen Move, den ich gerade gemacht habe. Ich habe doch auch einen guten Move gemacht. Ja, den habe ich nicht gesehen, kann ja sein. Ich glaube, ich habe dir mit meinem Move sehr geholfen. Ja? Ja. Ja, ich denke so. Katzen machen mich nervös. Lass sie in Ruhe. Die sollen mich in Ruhe lassen. Könntest du denen das vielleicht mal sagen als Erziehungsberechtigter? Ich habe mich für eine andere Strategie entschieden, offenbar. Mach ihn nicht kaputt jetzt. Mach ihn noch nicht kaputt. Ja, aber du hast ihn schon öfter kaputt gemacht. Da kommt Lord Voldemort von oben. Nein, von oben drin. Ah, oh, und Yoshi.
Gut. Jetzt gib auch einen in die Fresse. Nein. Gib mir in die Fresse. Gut. Das Geschenkessen. Nein, das geht nicht. Geh weg, geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Oh Gott, ich bin tot. Oh, nein. Oh, wo bin ich? Ich kann jetzt nicht, Siri. Hör auf. Du bist ja da. Ich weiß. Oh, er schiebt dich. Ja, danke, Mann. Wir haben aber den Yoshi da oben nicht. Der Yoshi bin ich. Oh, scheiße. Was ist passiert? Ja, ich hab versucht. Der ist das hier. Ich weiß, aber da oben wäre der letzte Woyoshi gewesen. Deswegen. Ah. Okay, warte. Eieieiei. Das ist schon gut gelaufen. Das ist ja richtig aufregend hier nochmal, auf unsere alten Tage. Hände sind ineinander gegangen. Kurz bevor wir uns als beleuchtete Brüder auflösen, noch sowas. Oh, jetzt kommt endlich Bier. Wir holen jetzt Bier. Und ich mache her, Katzen was zu essen, dann machen sie dich auch nicht mehr so nervös. Freakazoid ist jetzt online. Herzlichen Glückwunsch dazu.